Und ein herzliches Willkommen zurück zu Assassin's Creed 3. Ja, im letzten Part, da haben wir mal gelernt, was der Benjamin Franklin, ich glaube schon, was der von älteren Damen hält. Findet er viel besser als die normalen. Und ja, wir haben uns mit, glaube ich, einem General, dieser Rotröcke da, genau die da, mit einem General haben wir uns angelegt und einem Kumpan von uns da aus seinen Klauen zu befreien. So. Und nun treten wir unsere nächste Mission an, glaube ich. Ja. Und wir erstmal nach oben kommen. Hier gibt es irgendwo interaktive Gespräche. Was da? Da ist doch ein interaktives Gespräch. Oh. Ne, das Spiel wollte ich nicht spielen. Nein. Kein Spiel. Ich will labern. Aber dafür muss ich nach oben. Naja, spielen, das mache ich, glaube ich, vorerst nicht nochmal. Das dauert so ewig lange. Es sei denn, ihr möchtet das. Dann sagt das ruhig, dann mache ich das auch. Aber jetzt so momentan, ne. Dann lasse ich mal lieber bleiben. So, eine Unterhaltung. Wenn ich darf, ihr wecktet meine Neugier wegen Braddock. Ihr kennt euch von früher? Edward war einst einer von uns. Und er war ein guter Freund von mir. Er war tapfer und kühn wie kein zweiter. Das änderte sich bei der Belagerung von Bergen op Zoom. Die Festung fiel an die Franzosen. Wir traten gerade den Rückzug an. Am Hafen war ein Boot versteckt, mit dem wir die Flucht antreten wollten. Als wir uns näherten, kam ein Mann mit seiner Familie auf uns zu und bat uns, ihn mitzunehmen. Ich willigte ein. Doch Edward widersprach. Der Mann nannte ihn einen Feigling und... Edward brachte sie alle um. Sogar die Kinder. Bis heute weiß ich nicht warum. War das seine erste Gräueltat? Oder hatte ich es einfach nie gesehen? Wie auch immer. Danach war es nie mehr wie früher. Wir zogen noch ein paar Male gemeinsam in den Kampf, doch jedes Mal wurde es schlimmer mit ihm. Er tötete und tötete. Freund oder Feind. Zivilist oder Soldat. Schuldig. Oder unschuldig. Es war ihm gleich. Sobald ihm jemand im Weg stand, musste er sterben. Er beharrte darauf, dass Gewalt die wirksamste Lösung sei. Das wurde sein Mantra. Es brach mir das Herz. Das ahnte ich nicht. Er versteckt es gut und schüchtert jeden gewaltsam ein, der ihm auf die Schliche kommt. Wer nicht schweigt, den trifft alsbald... ein großes Unglück. Wir sollten ihn aufhalten. Ihr habt wohl recht. Doch ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass er noch zur Einsicht gebracht und gerettet werden kann. Ich weiß. Es ist sehr töricht, zu glauben, dass ein solcher Missetäter sich ändern könnte. Ich wollte euch nicht betrügen. Es tut mir sehr leid, dass ich davon anfing. Unsinn. Wir sind jetzt Brüder. Zwischen uns gibt es keine Geheimnisse. Mann, ich weiß, dass dieses Spiel von Dialogen lebt, aber das ist mir doch ein bisschen lang. Aber naja, wir nehmen unsere nächste Mission entgegen. Wo geht's denn hin, Meister? Ach stimmt, wir sollen ja irgendeinen Ort infiltrieren. Da muss ich mal nachgucken. Gentlemen, ich bin überzeugt, ich habe die Lösung für unser Problem. Vielmehr, Odysseus, erzählen. Odysseus? Neuer Rekrut? Der griechische Held, du Simpel. Lass mich erklären. Wir dringen Silas vor ein. Getarnt als Gleichgesinnte. Sind wir drin, schlagen wir zu, befreien die Sklaven und töten den Händler. Riskant. Gefällt mir. Dann. Lasst uns beginnen. Zunächst werden wir einen Konvoi benötigen. Und wir dürfen dafür sorgen, dass wir einen kriegen. Nehme ich jetzt zumindest mal an. Das hat man jetzt so rausgehört. Eieieiei. Wie? Halt zum Überspringen. Ah. Aha. Der Konvoi
sollte bald eintreffen. Angriff auf mein Signal. Verstanden, Sir. Machen wir es richtig. Werden wir sie unvorbereitet treffen. Boston Country Journal, die Welt für einen Penny. Eieiei. Da ist etwas im Busch. Und zwar wir. Drücken, um Waffe aufzuheben. Ist doch A. Die Waffe auf. Ah. Okay, und jetzt? Oh, zielen. Ah. Soll ich denn... Wie soll ich denn vernünftig... Mensch! Was zur Hölle ist das? Bitte entschuldigt, Sirs. Wie es scheint, ist uns hier ein kleines Unglück zugestoßen. Bringt es in Ordnung, aber schnell. Natürlich, Milord. Sofort. Sollen wir schon? Oder nicht? Soll ich jetzt schießen? Keine Ahnung. Ich werde jetzt einfach mal schießen. Beeilt euch! Ach komm. Reload! Oh, aua. Ah, lass fallen. Dann wählst du mal die aus und dann. So, du bist weg. Da ist noch einer. Und weg. Ich hatte aber lang zum Fallen gebraucht. So. Man springt ja auch von Cutscene in Cutscene, oder? Mann. Ja, erstmal das dem Pferd auf den Hintern hauen. Sehr schön. Lasst keinen zu uns durch. Was ist mit mir? Ihr und John folgt uns aus der Entfernung und haltet Wache. Ich gebe ein Signal, sobald wir eure Dienste brauchen. Wir sind hier, um zu helfen, dir und den Gefangenen im Southgate Fort. Befreie mich. Nicht, bis wir da drin sind. Wir dürfen am Tor wirklich nichts riskieren. Dir wird nichts passieren. Du hast mein Wort. Das Boston Country Journal. Kann man auf ein Wort vertrauen? Quasi auf das Wort eines Feindes? Weißt du, was sie das vorhaben? Wie viele Männer haben es dort? Welche Verteidigungen haben sie? Ja, mache ich erstmal nix, ne? Du musst ihm recht wichtig sein, wenn er dir eine eigene Eskorte gibt. Oh. Ah. Ja, die ist nicht gerade kooperativ, wa? Sir, wir haben Feinde voraus. Sollen wir angreifen? Nein. Lasst Jonathan und Thomas das erledigen. Wie ihr wünscht. Aha. Wo denn? Ach da! Du vertraust uns nicht. Aber ich verstehe, dass du vorsichtig sein musst. So sei es. Na gut. Wer nicht reden will, der hat schon. Ah, Mann, ey. So, jetzt sollen wir die Sklaven befreien. Okay. Ach, die haben nur zwei weggemacht. Alles klar. Ist ja wieder super organisiert. Da läuft ein Hund. Wo geht's denn jetzt hin? Wie weit ist es denn noch? Ja, aber was hat das zu bedeuten? Was will das zu bedeuten haben? Wie? Greif den Feind an! War das gut oder war das nicht gut? Und keine Ahnung. Die Pferde sind mir gerade echt ein bisschen zu lahm. Entschuldigung, dass ich das sage, aber irgendwie... Ich würde ja gerne auch in dieser Folge da ankommen.
Lasst keinen zu uns durch! Heute triffst du den Sensor. So, ein bisschen daneben. So, der weg. Und da hinten haben wir eine große Truppe. Eieiei. Da haben wir auch Möglichkeiten, uns zu verstecken. Okay. Oh, wir können gleich ins feines Gebiet. Auf eure Posten! Verstanden. Was? Was? Wie? Was? Hä? Och Manu! Gibt's wenigstens einen Checkpoint? Hey Mann! Ich hab doch eigentlich noch vorher gedrückt. So, wie weit sind wir denn jetzt? Boah, nee! Auch nicht wieder von Anfang an. Also wenigstens mal schneller laufen. Natürlich nicht. Ach, okay. Lasst keinen zu uns durch! Heute triffst du den Sensenmann. Und weg! Sehr schön. Guter Mann, guter Mann. So, von wo kam denn gleich eben noch einer? Von da vorne direkt, oder? Ach, die kommen da. Los. Auf eure Posten. Sehr schön. Sag nur Bescheid, ich strecke sie nie. Das machen die super, die Jungs. Einen Moment mal. Seid ihr neu? Wer ist euer Officer? Ja, ja. Greift den Feind an. Na, macht den da weg. So. Das läuft ja wie geschmiert. Wie geht's denn denen da hinten? Alles frei. Ja, ich würde da gerne mal nachfragen. Leute, wie... Gut, wie soll's Sklaven gehen? Das kann ja nicht so das erfüllte Leben sein. So, wo sind denn jetzt die Nächsten? Ich weiß gar nicht, wo meine Truppe ist. Ja. Bin ich da? Halt! Guten Abend, Gentlemen. Nennt euer Anliegen. Lieferung für Silas. Rein dann. Dankeschön, guter Mann. Du wirst eventuell nicht lange leben, je nachdem, wie du dich benimmst. Siehst du, ich befreie dich, wie ich es versprochen habe. Wenn ich dir vielleicht erklären dürfte. Ich glaube, das war ein Nein. Lasst sie gehen. Sie wird uns verraten. Nein, wird sie nicht. Wie lautet der Plan? Befreit unbemerkt die Gefangenen. Was ist mit Silas? Er stirbt. Hurra! Ich wette, das ist doch unser Job, ne? Signal, wenn ihr bereit seid. Gefangenen unbemerkt befreien. Ja, wo soll ich denn hin? Achso, ich musste einfach mitgehen. Na los, hopp, hopp, hopp. Sehr gut. Wo gehe ich denn hin? Ah, alles klar, dadurch. Gentlemen, wie verläuft die Wacht? Wer bist du? Thomas Smith. Wie soll ich das denn unbemerkt machen? Wo sind denn meine Leute? Gehört der zu mir? Verdammt! Ich wollte eigentlich noch gerade kurz bevor er sich umdreht wegschnetzeln, aber es hat nicht funktioniert. Gebt das Signal, wenn ihr bereit seid. Von hinter einer Ecke. Okay.
So. Ja, der ist noch unaufmerksam. Gut, gut. Also wir anvisieren einfach nochmal dasselbe Ziel. Mal gucken, wie weit wir kommen. So, schnell gehen. Und weg. Und die erste Truppe. So. Das war Numero Uno. Numero Dos ist da hinten. Da sind zu viele. Dann will man fast sagen, im nächsten Part, dann gucken wir einfach mal, wie wir hier weiterkommen. Ne? Bis dahin. Ciao.